Guten Tag und willkommen zurück bei Distant Kingdoms. Hallo! La. Mit der wunderschönen Musik und der nächsten Folge. Okay, wir machen erstmal ein wenig. Haben wir eigentlich alles gebaut? Oh. Wo wollte ich denn hin? Ich wollte gucken. Da wollte ich eigentlich hin. Wir haben den Beekeeper. Aber den Beekeeper, haben wir den schon gebaut? Steht der hier? Weaver. The Weaver is not a Beekeeper. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, den Beekeeper haben wir noch nicht gemacht, ne? Doch, doch. Ich erinnere mich. Genau, da oben. Hallo, geh weg. Geh weg. Danke. There's the Beekeeper mit Beewax und Honey. Honey. Gut, wir können einfach einen zweiten bauen. Dann haben wir nämlich beide Ressourcen. Ah, komm, packen wir ihn da hin. Und der nächste. Die Sache ist, ich würde natürlich gerne Artisans hier weiter vorantreiben. Weil ich die Ressourcen alle nach und nach brauche. School in Range. Stimmt. Auf der anderen Seite würde. Also, ich muss ja unbedingt noch mehr Bevölkerung schaffen. Und das würde ich gerne bei den Menschen hinten machen. Dass ich da nämlich die Menschenstadt auch nochmal so erweitere wie die hier. Das würde zwar bedeuten, dass wir noch einiges an Ressourcen und sowas da hinten, naja, quasi platzieren müssen. Und auch, ja, einen gesamten Tech-Tree quasi da hinten aufbauen müssen. Uha. Aber sollte auch nicht möglich sein. So, hier machen wir Honey. Da haben wir Beewax. Beewax. Aber hier fehlen Menschen. Alter, hier fehlt es ja richtig an Menschen. Oha. Kann ich hier einfach nochmal eine Reihe bauen? Wobei, ich kann eigentlich direkt nochmal eine Dings bauen. So, was ist das hier? Was? Glad Tidings. Okay, ein bisschen Geld, was wir halt überhaupt nicht mehr brauchen. So, das kann man hier halt weg. Denn ich weiß, es mangelt an allem. Ganz ehrlich, dann kann ich die eigentlich auch abreißen hier. So, ihr werdet mit dem Warenhaus versorgt. Ja, da mangelt es halt an allem. Da mangelt es an allem. Obwohl, eigentlich mangelt es nur an Brot. So, hier erstmal aufrüsten. Weil ich hier nicht mehrere auf einmal aufrüsten kann. Schade. Achso, gab noch ein Update. Mit ein paar kleineren Bugfixes wieder. Aber nicht dramatisch. Also, ich glaube, ingame-mäßig gab es nicht allzu viel. So. Chickens. Chicken Chaser? Ja, komm, gibt's halt Minus-Effizienz. Was mangelt's? Ach, es mangelt an Citizens. Hier wahrscheinlich auch, ne? Ja. Na gut, dann machen wir das so. So, dann müssten jetzt eigentlich alle Jobs fast vergeben sein, oder? Okay, da mangelt's noch an einem. So, wie sieht's jobmäßig aus? Ich drücke jetzt mal die falsche Taste. Broken Mill. Ja, komm, reparieren wir. Und Cold Shelf. Ja, machen wir das wieder mit der Heaviness. So, ist sehr schön. Alle Jobs going for gold. Kriegen wir alle Geld. Alle Jobs besetzt. Tja, die Sache ist jetzt. Das kleine Häuser? Ja. Brauche ich die Anzahl an Artisans? Ja, ich brauche die Anzahl. Ich meine, ich könnte. Was? You've started accumulating some honey. That's a noble level resource and you don't have any nobles. So you're going to want to start upgrading some of your artisans soon. Da, ich bin gerade in das Zeitalter erst gekommen. Da wäre ja wohl ein Teufel tun. Scheiße, ich müsste ich upgraden.
müsste ich auch die Häuser erweitern. So, 34. Frage ist, Dodgy D-Links? Naja, komm. Ja. Jetzt mangelt es wieder an Citizens. Wobei ich ja die hier einfach upgraden kann. Jawohl, sehr gut. Jetzt müsste ich die Jobs eigentlich wieder alle besetzt haben, oder? Ja. Gut, und die Häuser kann ich ja einfach erweitern und zack! Cheese Technology! Schade, dass das nicht automatisch hochspringt. So, wir können Käse machen. Der Butcher ist das nächste, ne? Commerce. Oh, Commerce haben wir auch schon. Gut, dann machen wir erstmal den großen Marktplatz. Wollten wir den Eingang? Da. Kann ich da den kleinen eigentlich abreißen, oder? Was denn jetzt? Peace in the house is being what? Okay, irgendwas. Achso, hier. Crime. Criminals. Crimes. Shared knowledge. Da mangelt es extrem. Da brauche ich eine Bücherei für. Okay, komme ich auch noch nicht hin. Candles fehlt extrem. Da brauche ich auch die Bücherei für. Ein Goldschmelder. Wir machen erstmal den Butcher. Ich hoffe, den kann ich relativ schnell erreichen, indem ich die Häuser, da, die Häuser hier upgrade. Aber wir machen erstmal den Cheesemaker. Boah, wie funktioniert denn der? Ich guck mal, wie der Cheesemaker funktioniert. Weil der wird ja nicht aus nichts Käse machen. Wollen wir hier so eine Dingsfarm? Ja, ich denke mal, ich muss erst Milch produzieren und dann kann ich Käse machen. Also so würde zumindest das Ganze für mich Sinn ergeben. So, und jetzt kann ich doch ganz entspannt diese Lager, diese Marktplätze hier einschmelzen, oder? Hallo? Ah, all of its content will be lost. Scheiß drauf, mir doch egal. Zack, weil ihr werdet alle von dem hier versorgt, ne? Ja. So, genau. Required Milk. Wir haben fast gedacht. Ja, Jobs muss ich gucken. Kann ja nochmal eine Reihe Häuser setzen. So, Milk. Das muss nicht verbunden sein, ne? Baue ich so. Ist zwar jetzt alle zugebaut dann, aber egal. Ja, ich weiß, da mangelt es jetzt auch an allem. Wie viel arbeiten denn eigentlich hier? Ich mache mal Priorität 4. Da müssten eigentlich die Waren immer zuerst hier ankommen. Wobei ich immer noch nicht weiß, wer die Waren liefert. Gut, dann upgraden wir erstmal. So, also, hier fehlt ein Peasant. Hier fehlen Citizens. 6 von 7. Da fehlt es wieder an Peasants. Da mangelt es an Peasants. Aber ich kann ja theoretisch... Nee. Na doch. Ich könnte hier noch ein Haus hinbauen. Ich könnte auch mal hier eins hinbauen. Cheese off. Cheese for everyone. Okay, für ein bisschen Zufriedenheit. Zufriedenheit 69 finde ich ganz gut. Das läuft. Da kann man sich nicht beschweren. Als Statthalter einer Fantasy-Stadt. So, an was mangelt es denn? Achso, ja, ich muss die Artisans upgraden. Aber das kostet auch gar nichts, diese Upgrades. Geil. Hallo? 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 Und das Haus können wir auch noch upgraden. So, 3 Jobs fehlen noch, aber dafür... Oh. Baue ich die Häuser gerade? Oh,
Und jetzt müssten eigentlich alle Jobs auch besetzt sein gleich, wenn der hier... Ja, sehr schön. Und ein Sohnhaus muss ich noch upgraden. Dann haben wir nämlich jetzt auch den Butcher. Was ist denn hier los? Locate the source of the smell and deal with it. Ja, okay, können wir ein bisschen Geld ausgeben. So, ich gehe mal von aus, das muss ich dann auch upgraden. Müsste eigentlich alles wieder passen. Fehlen mir jetzt Peasants. Warum mangelt es denn jetzt an Peasants? Ist ja ärgerlich. Na gut, aber wir haben erstmal den Butcher. So, anlocken. Ja, Library. Goldschmelter. Jetzt müssen wir erstmal eine Goldader finden. Die sind manchmal nicht ganz so nah. Das ist nicht Gold. Also ich kann mal draufklicken. Kohle. Das ist Gold. Yes. Fine, fine, fine. Ist hier unten auch Gold? Stein. Marble. Und Iron, wa? Ja. Okay, also da ist kein Gold. Ja, also die nächste Goldquelle ist tatsächlich die hier hinten. Die naheliegendste. Das ist ja ärgerlich. Was habe ich denn jetzt gebaut? Irgendein Haus. Die Häuser habe ich gebaut. Tja, ich muss einen Goldschmelter bauen. Problem ist, ich brauche Arbeiter dafür. Ich baue es anders. Ich baue hier einen großen Marktplatz hin. Ich setze ihn jetzt einfach mal randommäßig hier hin. Dann muss ich den nur verbinden. So, was hier los? Was? Stone Foreman. Ja, ja, okay. So. Haben Häuser Range? Ja. Aber das würde ausreichen. Dann knall ich hier nämlich mal so eine Reihe Häuser hin. Okay, und da hinten kommt noch ein Lumber hin. Ach so, scheiße, ich muss auch noch mal ein Lagerhaus bauen. Wobei, ich baue ein Medium Warehouse. Kommt genau daneben. So, das Ding können wir dann wegschmeißen. Und wir bauen uns einen Lumber hier hin. Reichweite. So, Barfight. Call the guards. Ban the culprit. Ration Alkohol. Ja, komm, machen wir Ration Alkohol. Was war mit Lumberjack? Achso, hat keine Arbeiter. Ja, ja, alles gut. Wir müssen erst einmal... Was ist das hier? Kohle. Ja, ganz ehrlich, komm, wir bauen hier einfach noch eine Kohlemine hin. Zack. So, what? A Baker's Dozen. Happiness, Crescents, ja. Geh mal Geld aus. Ah, die sind eigentlich connected. Krass, Alter, wie schnell die aufgebaut sind. Ach so, klar, die brauchen ja keine Ressourcen. Ja. Und die Goldmine kommt bitte auch hin. Ach Quatsch, nicht der Goldsmelter, die Goldmine erstmal. Aber nichtsdestotrotz, auch der Goldsmelter kommt hier hin. Alter, ich habe kein Geld mehr. Krass. Goldman is not connected? Ist doch alles connected. Strange. Gut, wir erkunden weiter. Das können wir nebenbei nochmal machen.
So, die Häuser werden wir auch alle erweitern. Ja, Holz und Stein haben wir ungemein. Wo ist denn dieses Gate? Das würde ich gerne ändern. Also Portal. Kann ich das auf schon bestehende Portale übertragen? Nee. Kommt das da hin? Und das können wir bitte abreißen. Congratulations, Gold, what? What? Achso, ich hab's geschafft. Okay. Ja, easy, ohne Kampf. Alter, an was mangelt's denn? Alter, mangelt an allem. Okay, es mangelt am Marble? Aber Marble habe ich doch hier. Nein, Marble transportiere ich drüben hin. Hardworks paid off. Golden Order successfully cleared. Ah, und meine Mitglieder sind alle wieder im Level gestiegen. Ich muss eine Handelsroute auflösen, die hier. Und ich muss von hier... Achso, halt, neue Route. Ja, von da nach da muss ich Tools bringen. Hier. Machen wir 100. Und Unload 100. Jo, sehr schön. Dann sollten hier hinten jetzt erstmal Tools ankommen. Ja, müssen wir dann nochmal verändern, weil ich will es eigentlich dahin haben. Couriers, Alter. Pending Quests. Für den Tools. Ach, wobei das ist auch richtiger Quark, dass ich das jetzt abgegradet habe. Eigentlich müsste ich das upgraden. Sind das hier eigentlich schon? Ah, es geht sogar noch. Da fehlt es an Holz. Oh, warum ist denn die Codierung schon wieder überlastet? Wobei heute mit 1,6% geht sogar noch. Also, wobei es immer noch ungeil ist, aber... Ach, sehr schlimm. Sehr, sehr schlimm. So, der Goldschmelter. Ach, ey, die Scheiße, ich habe immer noch nicht genug Geld. Ja, hier ist sowieso vorbei. Nächster Schritt ist, wir müssen durch den Tunnel durch und kommen dann... da raus. Oh, Blast. Na, komm. Und? Well, it would appear there wasn't really anything to worry about. Okay, sehr schön. Ja, fehlen uns nur die Tools. Und dann sind wir fertig. So, erkunden. 50% der Karte haben wir auch schon. So, wie sieht's denn eigentlich aus? Ach ja, Klamotten fehlen. Ich muss auch so einen Berry-Typen hier bauen. Gathers hat. So, erstmal Auto-Regrow. Auto-Regrow. La. Oh, your adventurers have arrived at what appears to be the fabled Captio's Hall. The Good of Chaos and Patron of the Imps. This dungeon is sure to be filled with hidden traps guarding untold riches. Los geht's. Von, oh, die orkische Encampment. Schön, you need to make sure. Ja, also die Orks haben wir gefunden. It isn't long before the adventurers reached their first obstacle. The front door. A large ornate stone structure with intricate carvings of imps causing mischief. There's no obvious way to open it. Doch, doch, doch. Prankstar. Pull a prank on a nearby adventurer. One finger pull and... an immersively annoyed adventurer later, the doors begin to shutter before eventually cracking, creaking open. That was the plan, yep. Ansonsten. Ich überlege gerade, ob ich. Ja, ich muss auf. Na, Brat. Brat? Close mache ich auf jeden Fall gleich. So, the adventurers make their way past the stone door and begin walking down a grand jet. What? Ach, grand yet dimly lit hallway. Exquisite pillars and alcoves adorn the walls on either side. The hallway appears to go on and on and on and on. So, perceptive.
Something feels wrong. Throw a rock down the hallway and see what happens. The rock travels as fair a fair distance. When it lands, it is followed by a sharp click. Before long, spears shoot out of the alcoves. Locks fall from the ceiling and multiple trapdoors swing open. It's a good thing the adventurers triggered them all before they started walking. Huzzah! Scheiße, ich müsste eigentlich einmal Brot machen. Einmal Brot because of... Scheiße. Ah, nicht die richtige. Damit wir auch die normalen Leute hier zufriedenstellen. Leaving the treacherous hallway, the adventurers now find themselves in a large square room. The only obvious way is out is a door across the room. But to reach it, the adventurers must wade through some unnaturally shimmering knee-high water. Habe ich nichts gegen Wasser? Telekinese oder Frost Magic? Casting the spell successfully. The shimmering water is covered by a thick layer of ice. The adventurers are able to cross and reach the door. Huzzah. But a potential threat. Alter, what? Attempt to find the dragon? Scheiße, okay, machen wir. Paradise, what? Paradise Farmstead? A potential threat. The guards have indeed found this dragon. They are now faced with a few choices. Should they run away, offer tribute for safety, attack it? These guards are seasoned adventurers and victory isn't guaranteed. Try and get it? Okay. Probieren wir's mal. Extra taxes? Someone at the treasury isn't great at math, resulting in too much tax being collected. Watch off them with the extra money. Give it back, come. Potential threat? In spite of the guards are no match for the dragon. One by one, they fall. Na super. Also der Drache lebt weiter. Captius Hall. Opening the door, the adventurers now find themselves in what appears to be grand lavish library. Exquisite bookshelves filled to the brim with ancient tomes on. Practically jokes. Form what appears to be a maze. There are two ways forward. Left, where a faint sound of imp scurrying can be heard. Or right, which is eerily silent. Good. Detective? Go right towards silence. Going right, the adventurers are greeted by more and more rows of bookcases. That said, something catches the adventurer's eyes. A single tripwire. Carefully disarming it, the party is safe to continue onwards. Warum ist denn schon wieder Pause? Sag mal, das geht auch nicht vorwärts hier, ne? What is denn hier am happen? Quatsch, Jürgen. Wo sind denn hier die ersten Tools? Continuing forward, the adventurers come across another junction amongst the maze of bookcases. This time the left leads down a very dark staircase, while to the right a warm orange glow can be seen in the distance. Low light vision. Left down the dark stairs. While the darkness is intense, the adventurers' keen eyes are able to spot a trap door ahead, up ahead. Warning the others, the adventurers are able to bypass it and continue forward. Sehe ich den Matter, Alter. Hier fehlt's überall. Aber immerhin haben wir überall die Jobs besetzt. The adventurers still find themselves walking alongside rows and rows of bookcases. Will this maze ever end? Once again, they are present with two choices. Continue forward, where it would appear the bookcases are dripping with water, or go left, where the scurrying of imps can be heard. So, aqua lungs. Go forward along the damp bookcases. Walking past the never-ending damp bookcases, the adventurer begins feeling the strangest sensation. It's as if they are suddenly underwater. They can't breathe, but luckily they are able to hold their breath long enough to get the end of this wretched path. Also hier geht gar nichts voran. Holz habe ich auch nicht mehr. Doch, Holz habe ich voll. Aber ihr habt wahrscheinlich richtig viele Aufträge, ne? Ne, eigentlich auch nicht. Eventually, the adventurers reach a final long stretch of bookcases with a door at the end. Could it be the way out of this infernal maze? Athletic, dash down the final stretch. Hurry! The adventurer dashes down the hall, reaching the door, and not a moment too soon. Most of the floor collapses, leaving only a narrow path. The rest of the adventurers follow very carefully.
müssten wir jetzt am Ende sein, oder? I need... Oh. Auto-regrow. Entering into the next room of the strange place, a large spiral staircase adorned with small imp statues leading up is the most notable thing about it. No way forward, but up, it seems. Scheiße. Ja gut, aber wir haben ja noch AP übrig. This seems too easy. Throw a rope up and climb that instead. Impressively, the adventurer managed to hook the rope on a banister at the top of the staircase. One by one, they all climb up safely. Wie sieht's denn hier aus? Alter, 36, ist ja richtig unzufrieden. Ja, ich brauche halt Brett. Reaching the top of the staircase, it is clear that the adventurers are close to the end. There's a large ornate door in front of them, similar to the one... Oder the one at the entrance. And again, there is no obvious way to open it. Ja, ich habe sogar beide. Knock on the door. Knocking on the door, an ethereal and raspy voice ask, who's there? The adventurer promptly makes a knock-knock joke, which somehow opens the door. Wow, so einfach also. Gut, dann können wir auf jeden Fall schon mal die Mühle setzen. Und die Bakery, Alter. Entering the final room, there's an impressive statue to what must be Captio standing in the middle of the room. It's giving off a strange, sickly green shimmer. That shimmer is probably something the adventurers will want to take care before leaving. Oder off before leaving. So, Barbarian. Try to destroy the statue. Using anything they can get in their hands on in the room, the adventurer begins striking the statue like a whirlwind. In almost no time, the statue fractures and falls apart, and the shimmer vanishes. The atmosphere suddenly feels far more pleasant than before. Huzzah! Bakery! And Waterwell. So, ich glaube, wir haben es geschafft, ne? Jo, sehr schön. So, ah, sehr gut. Aufgelevelt. Is not connected to a warehouse by road. Ja, das ist halt das Problem. Ich muss erst das hier bauen. Und dafür brauche ich diese blöden Tools. Wieso kommt denn hier keiner? New route. Genau. Von da nach da hinten. Einmal drei Kreuze, wenn die ersten Tools hier ankommen. Dum dum. Couriers. Send. Alter, gibt's hier kein Send Tools? Send Floor. Da, Send Tools from Dispatcher. Wo war denn das? Alter Schwede, wie viele Aufträge die haben. Send Barley, Send... Sag mal, wo ist denn dieser blöde Auftrag? Irgendwas gebaut? Okay, warum ist denn das gebaut? Quiz Night! Ja, komm. Kriegt er Geld. X is being effective. What? Ach, weil es brennt. Alles klar. Aber Feuerwehr haben wir. Ja. Warum ist die Bäckerei gebaut? Wow. Achso. Ich wollte gerade sagen, wieso habt ihr schon alle... Der Well ist auch schon gebaut. Krass. Effektivität 0. Base Value 33. Ja gut, okay, weil euch halt Ressourcen fehlen. Boah, ich brauche diese bescheidenen Tools. Wird das hier auch nicht gebaut? Was ist denn jetzt los? Very merry time. The bare minimum.
Effizienz an Reavers. Effizienz an Reavers. Ja, komm, wir machen hier Unterhalt hoch. Wie ist denn gerade unsere Economy? Oh, cool. 45 plus. Okay, Crime ist ein bisschen höher. Sag mal, wieso kommen denn diese scheiß Tools hier nicht an? Ich weiß, der Weg ist weit. Aber es wird doch wohl möglich sein, da die Tools hinzubringen. Habt ihr nicht auch Tools? 200. So, komm. Nächste Stufe. Send. Pending Quests. Oh, es geht ein bisschen runter jetzt. Available Couriers. Send Wood. Send Tools from Dispatcher. Alter Schwede. Okay, es mangelt noch ein bisschen an Holz. Gut, der Furniture braucht doch noch ein bisschen Holz. Jobs sind aber alle besetzt. Ja. Mann, das gibt's doch nicht. Will-o'-the-Wisp, good news, okay. Achso, die Orks habe ich jetzt auch freigeschaltet, das freut mich. Warum kommen denn keine Tools hier an? Also hier mangelt es auch ganz extrem an, an Kurieren. Sag mal, ich verstehe es nicht. New Route. Warum ist das gelb eigentlich? Also, oder orange besser gesagt. So, hier sind gar keine Tools. Da sind Tools drin. Da sind auch ein paar Tools drin, ne? Das ist ja richtig Quatsch. Was denn jetzt? Select Root Prompt. Okay, jetzt sind noch zweimal Kohle drin. Achso, ich brauche Eisen. Oh ja, okay. Eisen, Alter. Auch richtig massiv viel. Können wir eigentlich auch mal erhöhen. Nicht unload. Kohle? Können wir mal 100er Stacks nehmen? Okay, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Warum kommen denn keine Tools hier an? Bring Tools from Dispatcher. Pending. Ach, okay. Machen wir in der nächsten Folge. Wir beginnen das Abenteuer. Trollbridge. The party hurries deep into the forest in pursuit of the troll, knowing it may be harder to find their way back out later on. They soon find themselves in a cave with a deep pool in it and no other visible exits. Where did the troll go? Detective? Investigate the cave? During their snooping, they find a hidden switch and push it, almost like a giant plug being pulled. Water begins to drain from the pool, revealing a hidden tunnel. Gut, okay, dann machen wir Schluss. Sehen uns morgen wieder. Ah, da muss ich irgendwie das Problem mit den Tools hier lösen. Also ist kein Problem. Die kommen einfach nur nicht an.
Warum auch immer. Keine Ahnung. So, bis morgen. Vielen Dank fürs Dabeisein. Ciao, tschüss. Auf Wiedersehen.